Wenn ein Kämpfer während des Laufbetriebs seine Waffe verliert, darf er zu dem jeweiligen Kontrahenten laufen, zu seinem Supporter. Der gibt ihm eine neue Waffe. Also die selbst nicht die Waffe auf dem Boden der Aufnahme, als er sich also an den Kopf und eine neue Waffe holen. Paulo,
Also wenn ich mir die anderen Paarungen heute so ansehe, das gibt schon einen richtig wichtiger Tag heute. Dass da irgendwo ein Vorteil rausgearbeitet werden kann. Wenn ihr immer dieses Knallen hört, wenn eine Waffe auf eine Rüstung trifft, ist das ein schönes Geteilt für euch. Das ist gut. Weil dann haben die Rüstungen stark geschützt. Wenn man nichts mehr hört, dann ist das nicht schlecht. Dann haben wir noch eine Rüstung zu schützen. Dann ist das auch nicht gut. Ja, der Peter hier, der hat die Waffe verloren. Der ist zurückgerannt, um dann zu kommen, aber das ist der neue. Da für dieser Zeit, wo er waffenlos ist, kann er nicht aktiv die Kämpfe eingreifen. Wenn ein Verhältnis 3:1 entsteht, wird der Kampf automatisch von den Schiedsrichtern abgebrochen. Auf das was hier unten ist. Holländer bearbeitet von zwei Gäden. Aber wir haben schon alles Mögliche in den Kämpfen gesehen. Und wir kommen wieder ans Zeichen. Ei, doch ist lange Sache. Komm,